Und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Unboxing. Heute machen wir mal ein kleines Double Unboxing. Wir haben nämlich zwei wunderschöne Sachen hier. Einmal ein Päckchen und einmal ein Umschlag. Ja, was nehmen wir uns als erstes vor? Als allererstes nehmen wir uns das Paket, Umschlag, Paket, Umschlag. Wir nehmen uns als allererstes den Umschlag vor. Der ist einfacher zu öffnen. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Sehr, sehr gut verpackt. Und wir haben hier Comics. Comics zu den Movies, zu den Filmen, offizielles Prequel zu den Transformers Dark of the Moon. Sehr, sehr cool. Ist gar nicht so einfach ranzukommen an diese Comics, zu den Filmen. Dort sehen wir halt die ganze Geschichte ein bisschen erklärt von Shockwave, Optimus Prime und so weiter. Reich bebildert. Hier sehen wir zum Beispiel von Shockwave schon einige Sachen. Und ja, sehr, sehr interessant. Oh, das sieht ja auch schick aus hier. Ein bisschen Hintergrundinfos sind nie verkehrt. Ist natürlich alles auf Englisch, aber das ist kein Problem. Sind jetzt nicht so viele Texte. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Überblick über die ganzen Comics, die es zu den Filmen gibt. Mit G1 natürlich auch noch mit im Begriffen und Revenge of the Fallen hier. Auch ein kleiner Überblick. Und ja, ich werde versuchen, die restlichen Comics noch zu bekommen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wie gesagt. Das war Nummer 1. Und dann haben wir noch ein zweites Comic zu Revenge of the Fallen. Offizielles Movie-Prequel. Was ist ja sehr cool, hier vorne ist Cybertron drauf. Megatron ist ein bisschen kleiner und dünner als das andere, aber auch sehr, sehr schöne Bilder hier drinne. Könnte man schöne Desktop-Hintergründe machen mit. Hochinteressant. Bin schon gespannt, wie die so sind, wenn man die liest. Und ja, könnte wie gesagt sehr, sehr interessant sein und ist immer ein bisschen Input zu den Transformers-Filmen. Gut, nehmen wir uns das Paket vor. Das wartet ja auch noch. Das schneiden wir wieder auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr jetzt zu diesem Maestro sagt hier. Die ersten Farben zeigen schon, wer es sein könnte. Oh, denken sich die meisten, das wird doch nicht Jetfire sein. Ganz genau, es ist Jetfire aus Revenge of the Fallen. Ganz schön zusammengestaucht, der Kleine, damit er auch ins Paket passt. Dazu haben wir noch einige Extra-Teile. Wie hier diese Klappen, die nachher noch ran sind. Sein Krückstock, sehr, sehr wichtig. Der fehlt meistens immer. Und da müssen wir den guten Burschen erstmal ein bisschen ausrichten hier. Gelenke sind noch sehr, sehr stramm. Wenig bespielt. Ist immer gut. Auch hier das schon mal ausklappen. Auch hier einmal einen sicheren Stand gewähren. Oh, der macht auch gleich Sounds. Oh, der Jetfire ist da. Und ihr könnt sehr gespannt sein auf die Review. Ich freue mich selber darauf, den Burschen zu transformieren und euch ihn vorzustellen. Und ja, das war mein kleines Unboxing. Zwei Comics und eine mega coole Jetfire-Figur. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.